Schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video lernst du, wie du es schaffst, dein Leben mehr und mehr in den Griff zu bekommen und Stück für Stück erfüllter zu werden, indem du deine Bewusstseinsebene steigerst. Ich möchte dir verschiedene Modelle zeigen, besonders eins, woran du dich orientieren kannst, und ich möchte erklären, warum Wahrheiten sich durchaus widersprechen können und worauf du achten musst, wenn du deine Bewusstseinsebene steigern möchtest. Fangen wir nicht lange an, reden wir nicht lange drum rum, meine ich natürlich. Los geht's an dieser Stelle. Ich möchte hier einmal die Levels of Consciousness einblenden von Dr. Hawkins. Dr. Hawkins hat das Ganze auf Grundlage von kinesiologischen Tests seiner Aussage nach empirisch belegt, anhand von weltweit interkulturell tausenden Tests. Das Ganze ist meiner Meinung nach nicht hundertprozentig wissenschaftlich. Es gibt da einige Kritiken dran. Ich bin mir derer durchaus bewusst. Nichtsdestotrotz, unabhängig von der Empirie dahinter, finde ich, dass das ein sehr schönes Modell ist, auch von den Einstufungen her, die sich zumindest mit meiner Erfahrung als Trainer in den verschiedenen Entwicklungsstufen bei Menschen im Allgemeinen decken. Es gibt noch andere Systeme, es gibt Spiral Dynamics, hast du eventuell schon mal gehört. Spiral Dynamics ist eine Spirale, die arbeitet mit Farben, man ist dann türkis oder gelb, grün, entwickelt sich dann nach oben hin. Es gibt aber genauso die Orders of Consciousness von, ich glaube, er heißt Robert Keegan. Es gibt da verschiedene Modelle, nichtsdestotrotz würde ich mich hier in diesem Video gerne an Hawkins orientieren. Also, wenn wir uns die Grafik anschauen, was stellen wir fest? Zuallererst stellen wir fest, dass ungefähr in der Mitte ein Strich ist. Dieser Strich hat erstmal in sich selbst keine Bedeutung, aber was er repräsentiert, ist mehr oder weniger so eine Stelle und darüber kann man ganz profan sagen, sind eher positive Bewusstseinszustände und darunter eher negative Bewusstseinszustände. Du siehst weiterhin daneben Zahlen von 20 bis 1000. Das sind nach Hawkins die sogenannten Bewusstseinsebenen. Ganz unten sind die Ebenen, die extrem negativ sind, die sehr materialistisch sind, sehr depressiv, schambehaftet, sich enorm schlecht fühlen natürlich als Folge dessen als Mensch. Und ganz oben bei Stufe 700 bis 1000 haben wir dann sowas wie Jesus, Buddha etc., also das, was man im Volksmund als erleuchtet vielleicht bezeichnen würde. Aber zwischen den Extremen haben wir natürlich viele weitere Ebenen und es ist spannend zu sehen, wie sich Wahrheiten auf den Ebenen verändern. Ich möchte dir ein Beispiel nennen. Ich habe in den letzten Jahren viel zusammengearbeitet mit Arbeitssuchenden und dabei waren verschiedenste Menschen, natürlich komplett individuell. Nichtsdestotrotz hatte man gerade bei Langzeitarbeitslosen oftmals das Phänomen, dass die sich auf Ebenen von 20 bis roundabout 150 bewegt haben. Oder ich will sagen, höchstwahrscheinlich eher von 75 bis 150, also von den Ebenen Kummer, ich habe das hier auch nebenbei offen, bis ungefähr Wut, Ärger, da waren die allermeisten von ihrem subjektiven Befinden. Kann ich das genau einschätzen von außen? Nein, kann ich nicht. Es ist rein oberflächliche Bewertung, rein auf Grundlage meiner Erfahrung. Aber was heißt das? Wenn wir uns das angucken, Ebene 50 beispielsweise ist Kummer, Ebene 100 ist Angst, Ebene 50 ist Apathie und darunter haben wir Schuldbewusstsein und Scham. Auf diesen Ebenen gibt es gewisse Charakteristika, die oftmals, nicht immer, zutreffend sind für diese Ebenen. Darunter ist zum Beispiel, dass diese Menschen oftmals
die Verantwortung für ihre Situation nicht bei sich sehen. Sie haben das Gefühl, keine Macht über ihr Leben zu haben. Sie haben das Gefühl, ihr Leben wird gelebt, anstatt dass sie aktiv an ihrem Leben etwas verändern können oder dieses Leben beeinflussen können. Und das heißt für mich zum Beispiel als Coach, dass wenn ich jemanden habe, der beispielsweise auf Ebene 50 ist oder 75, der einfach keine Hoffnung hat, dann schaue ich zuerst zwei verschiedene Sachen an. Erstens, besteht ein enorm akuter Leidensdruck? Wenn dem so ist, dann ist das ein Kandidat für eine Psychotherapie und nicht für einen Coach. Das ist wichtig zu trennen. Viele Coaches überspringen den Schritt und das gilt es nicht zu tun. Sollte dem nicht so sein, sollte kein akuter Leidensdruck bestehen, gehe ich als Coach wie folgt vor. Zuerst mal höre ich mir sehr viel an, was diese Person zu sagen hat. Und oftmals stellt man dann fest, dass diese Person sehr oft mit dem Finger auf verschiedene Sachen im Außen zeigt. Auf den Staat, auf das System, auf die Politik, auf das Finanzsystem im Speziellen, auf Familie, auf die Vergangenheit, auf die Ex-Partnerin oder ähnliches. Und es geht nicht darum, das zu bewerten. Das ist nicht gut oder das ist nicht schlecht und so weiter. Der Punkt ist, diese Menschen sind oftmals festgefahren darin, die Schuld für ihr Befinden im Außen zu suchen. Und in dem Moment, und das ist komplett zuwider, was ich jetzt sage, der Mainstream-Annahme von Persönlichkeitsentwicklung und Persönlichkeitscoachings, sage ich nicht, du bist der Herr deines eigenen Lebens, du bist der Kapitän deines eigenen Schiffes und so weiter, sondern ich sage, es ist eine Scheißsituation, das Leben ist manchmal hart mit uns, du kannst da nichts für. Und für welche, die sich länger mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, mag das kontraintuitiv klingen, denn es führt die Menschen ja nicht in eine Selbstermächtigung. Im Gegenteil, ich bestätige sie ja in der Annahme. Aber oftmals ist es genau das, was diese Menschen brauchen. Sie brauchen Verständnis und sie brauchen Hoffnung. Und in dem Moment, wo ich sage, das Leben ist manchmal hart, du kannst da nichts für, aber hey, wir bekommen das zusammen hin, wir kriegen das gemeinsam hin, indem wir daran arbeiten. In dem Moment reagiert mein Gegenüber mit etwas mehr Hoffnung. Er fühlt sich verstanden und er fühlt sich gesehen, er fühlt sich verstanden auch in seiner Haltung, in seinen Annahmen etc. Und in dem Moment öffnet er sich und ich kann sagen, komm, ich reiche dir die Hand, lass uns ein Stück gemeinsam gehen. Ich mache aber in dem Moment, wie eben angesprochen, genau das Gegenteil. Ich sage, du kannst nichts für deine Situation. Damit derjenige aufsteigt auf diesen Bewusstseinsebenen, zum Beispiel von Hoffnungslosigkeit, eventuell auf Begehrlichkeit, vielleicht aber auch auf Wut. Wut zum Beispiel klingt erstmal komplett negativ und es ist mit Sicherheit auch nicht die beste Bewusstseinsebene, aber aus der Sicht der Apathie heraus, wo jemand komplett ausgeschaltet ist, wo jemand emotionslos ist, wo jemand anteilnahmslos ist und keine Höhen und keine Tiefen mehr hat im Leben, wo ihm alles egal ist, ist die Ebene des Wutes ein Fortschritt. Denn derjenige fühlt wieder was. Wenn man vorher auf der Ebene der Liebe wäre und jetzt wäre man auf der Ebene der Wut, dann wäre es ein Rückschritt. Wenn du aber auf der Ebene der Apathie bist oder des Kummers und du steigst dann auf zu der Ebene der Wut und sagst, jetzt habe ich die Schnauze voll, mir reicht die ganze Scheiße hier, ich will was verändern, dann ist das aus der Perspektive für dieses subjektive Individuum ein enorm großer Fortschritt. Was passiert dann, wenn ich mit den Menschen zusammengearbeitet habe und das ist kein Quickfix, ne? Das ist keine Sache, die über Nacht passiert, dann kommen wir eben irgendwann auf die Ebene von eventuell im besten Falle Stolz oder auch Mut, Integrität, Neutralität.
Stolz ist übrigens interessanterweise, wie du siehst, unter dieser Mittellinie, über die wir gesprochen haben. Denn Stolz ist gar nicht so positiv, wie man zu glauben meint. Denn stolz kann man nur sein im Vergleich. Ich bin stolz, weil ich habe XY erreicht, was andere nicht erreicht haben. Ich bin stolz, weil ich habe einen besseren Körper, mehr Geld, mein Ziel erreicht, etc. und die nicht. Im Vergleich kann man stolz sein, aber Stolz ist bei weitem nicht die beste Bewusstseinsebene. Aber auch hier ein enormer Fortschritt zu zum Beispiel Apathie oder auch zu Wut. So, von daher Steigerung. Angenommen, ich arbeite mit jemandem längerfristig zusammen oder du kannst dich auf einer der Ebenen wiederfinden und bist jetzt zum Beispiel bei Ebene 200 oder Ebene 250. In dem Moment dreht sich meine Wahrheit gegenüber meinem Kunden oder gegenüber dir gegebenenfalls komplett um. Wenn du da stehst und du bist ungefähr auf diesen Ebenen und du bist offen, bist generell positiv von der Einstellung her, du hast Ziele gegebenenfalls. In dem Moment sage ich nicht, das Leben ist manchmal hart, du kannst da nichts für. In dem Moment sage ich das vorhin angesprochene. In dem Moment sage ich, du hast alles in der Hand, du bist verantwortlich für dein Leben, lass es uns angehen, wir erreichen zusammen deine Ziele, let's go. So, krieg den Arsch hoch. Das wären Sachen, die ich gegebenenfalls dann sagen würde. Wenn wir die Aussagen jetzt vergleichen, krieg den Arsch hoch, du bist verantwortlich für dein Leben, du bist verantwortlich für deine Situation und das vergleichen mit, du kannst da nichts für, das Leben ist manchmal hart, dann scheint das widersprüchlich zu sein. Aber Wahrheit verändert sich auf dem Weg der Entwicklung. Das ist elementar. Die Wahrheit entwickelt sich auf dem Weg der Veränderung. Das heißt, ich sage komplett andere Sachen. So, und es scheint sich, wenn wir lediglich die Aussagen vergleichen, sich zu widersprechen, tut es aber nicht. Coaching muss individuell sein, das ist elementar wichtig. Coaching von der Stange kann niemals wirklich zielführend sein für eine heterogene Zielgruppe. Das kann nicht funktionieren. So, das heißt, ich würde da an der Stelle komplett andere Sachen sagen. Und das Ganze kann man in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen übertragen. Ich würde auf den unteren Ebenen sagen, spar Geld, gib nicht alles aus, leg dir was zur Seite. Auf den weiter oberen Ebenen würde ich genau das Gegenteil sagen. Ich würde sagen, investier dein Geld. So, leg es vernünftig an. So, gib es aus für Wertgegenstände oder Gegenstände, die potenziell im Wert steigen. So, auch hier wieder komplett konträre Tipps. Aber es macht je nachdem, wo man gerade steht, mehr Sinn oder weniger Sinn. Würde ich jetzt jemandem, der auf der Ebene der Apathie ist oder des Kummers, sagen, du bist verantwortlich für deine Situation, laufe ich Gefahr, dass der noch weiter absinkt in die Bereiche zum Beispiel Schuldbewusstsein. Dann wäre ich ein schlechter Coach. Mach das auch nicht mit dir selbst, wenn du dich irgendwo da wiedersiehst, zum Beispiel bei Apathie, bei Kummer oder ähnliches, dann sag dir nicht, ich bin schuld an meiner Situation. Und jetzt kommen wir an eine sensible Stellschraube, denn viele werden jetzt denken, Moment mal, Patrick, das ist doch Selbstverarsche. So, das ist doch, soll ich mir jetzt immer das erzählen, was gerade passt? Ja. Aber nicht, weil du dich selbst verarschen willst. Das ist nicht der Punkt. Sondern weil alles, was wir glauben, entweder zuwider oder zugunsten unseres Befindens und unseren Zielen sein kann. Und wir sind frei in unseren Gedanken, zumindest auf den oberen Ebenen. Auf den unteren Ebenen sind wir manchmal unseren Gedanken verhaftet. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Das heißt auch gleichzeitig, auf den unteren Ebenen wird oftmals mehr Hilfe benötigt. Je tiefer die Ebenen, umso mehr auch professionelle Hilfe, wie zum Beispiel Psychotherapie. Und das noch kurz nebenbei. Ich persönlich teile das für mich oftmals in drei Stufen ein. Auf den ganz unteren Ebenen, gerade da, wo es rot ist oder orange,
ist oftmals Psychotherapie. Man kann es nicht generalisieren, aber ganz allgemein Psychotherapie die richtige Anlaufstelle. Bei allem, was so anfängt, gelb zu sein bis grün, ist Persönlichkeitsentwicklung, Coachings im weitesten Sinne der Way to go. Sachen, die dich in die Eigenbevollmächtigung, in die Eigenverantwortung bringen, Sachen, die dir helfen, Sachen wie, wie setzt man richtig Ziele, Smart-Formel, wie ist man strukturiert, wie arbeitet man fokussiert, solche Geschichten helfen dir auf den Ebenen ungemein. Und irgendwann ist es dann oft so, dass Menschen feststellen, okay, ich hatte einige Ziele, ich habe einige Ziele erreicht, das hat sich gut angefühlt, ich war dann erst stolz, dann habe ich noch mehr gemacht und ich habe festgestellt, dass ich viel erreicht habe, aber mich vielleicht immer noch leer fühle oder nicht komplett. Und dann kommen wir so an den hellblauen Punkt und arbeiten uns da ins Blaue hinein, um jetzt bei diesem, diesem Schaubild zu bleiben. Und da hört Persönlichkeitsentwicklung auf und Spiritualität fängt an. Denn Persönlichkeitsentwicklung ist oftmals fokussiert auf das Außen. Wie erreichst du deine Ziele, Positive Mindset und so, ja, aber wofür? Ne, da steckt oftmals auch eine Agenda hinter, sei positiv, damit du, etc. Und alles, was sich um deine innere Welt dreht, das ist dann oftmals im Kontext der Spiritualität zu finden. Und viele Menschen geraten dahin in dem Moment, wo sie sich innerlich leer fühlen. Das ist der nächste Punkt. Viele Menschen verwechseln Erleuchtung mit Apathie. Wichtiger Punkt. Erleuchtung hört man oftmals drüber, man ist der Beobachter, man ist in tiefer Zufriedenheit, man ist seinen Gefühlen nicht verhaftet, man ist nicht mal himmelhochjauzend und dann zu Tode betrübt, sondern man hat die Gefühle, man ist nicht mehr die Gefühle. Und das wird tatsächlich oft verwechselt, gerade in der Spiritualität, mit der Ebene der Apathie, wo man einfach gleichgültig ist. Wo Menschen auf dem Sofa sitzen und gar nichts mehr machen und sagen, oh, das passt schon, ist mir alles egal, fuck it. Das darf man auf keinen Fall verwechseln. Du siehst, da ist noch jede Menge Grau, will ich immer sagen, jede Menge zwischen Apathie und Erleuchtung. Und das gilt es natürlich individuell zu bearbeiten, wenn du da weiter wachsen möchtest. Ja, nochmal kurz resümierend gesagt bis zu diesem Punkt. Ich habe die Bewusstseinsebene in diesem Video bisher beschrieben an dem Beispiel von Hawkins. Hawkins geht von Bewusstseinsebenen anhand von Zahlen aus, von 20 bis 1000. 1000 ist wahrscheinlich ein nicht erfahrbares Ideal, zumindest für 99,99999% der Menschen. Und auch 20 oder darunter werden die meisten Menschen wirklich längerfristig erfahren. Dazwischen gibt es ganz viele verschiedene Ebenen und jeder steht individuell irgendwo dazwischen. Das Ganze ist nicht 100% akademisch bejaht. Aus wissenschaftlicher Sicht kann es auch nicht zu 100%. Nichtsdestotrotz ist es ein wunderbares Modell, um sich daran zu orientieren. Denn auch aus meiner Erfahrung im Coaching und aus der Erfahrung von vielen anderen Coaches, mit denen ich zusammenarbeite, deckt sich das schon ziemlich gut und dient ziemlich gut der Orientierung, entweder von deinen Klienten, wenn du Coach bist, oder auch für einen selber. Unter dem Strich in der Mitte hat man oftmals das Gefühl, dass man gegen Windmühlen ankämpft, dass das Leben schwer ist, dass das Leben falsch ist, dass das Leben gemein zu einem ist, dass alle gegen einen sind. Und über dem Strich hat man oftmals das Gefühl, man hat das Leben in der Hand, man ist der Kapitän seines eigenen Schiffes, dass man hat vielleicht Rückenwind vom Leben, was man anfängt, klappt und so weiter. Unten ist per se ganz oberflächlich gesprochen eher negativ. Über dem Strich ist generell eher positiv. Das kann man ganz allgemein dazu sagen. Aber was kannst du jetzt ganz konkret machen, wenn du dieses Video jetzt bis hierhin gesehen hast und denkst, cool, ich möchte auch steigen auf meinen Bewusstseinsebenen, möchte nicht vielleicht jetzt direkt mit dir zusammenarbeiten, Patrick, weil kein Geld oder dein Bart geht mir auf den Sack oder ähnliches, dann mach Folgendes.
Du brauchst als allererstes, das ist meiner Meinung nach der Schlüssel, so blöd wie es klingt, Stille. Denn umso aktiver du im Kopf bist den ganzen Tag, umso mehr hier oben los ist, umso mehr du dich um etliche Probleme kümmern musst und so weiter, umso weniger freie Kapazität hast du, um in dich hineinzuhören. Je lauter es hier oben ist, umso schlechter ist dein Zugang nach innen. Umso leiser es hier oben wird, umso besser ist dein Zugang nach innen. Wir erleben die Welt über unsere fünf Sinne, sehen, hören, schmecken, fühlen, riechen. Das Denken ist keiner davon. Und es scheint eine wechselseitige, ein wechselseitiges Verhältnis zu geben. Ich persönlich mache es immer so, wenn ich merke, mein Kopf ist voll, ich platze, dann neige ich dazu, weil ich ein Kopfmensch bin, diese Probleme mit meinem Kopf lösen zu wollen, weil ich denke, okay, ich habe das Problem, jetzt mach bloß keine Pause, sondern versuch ganz logisch zuerst das anzugehen, dann gehst du das an. Das bringt nichts, ne? Das hat Einstein gesagt, man kann Probleme niemals auf derselben Ebene lösen, wie sie entstanden sind. Und gerade in dem Kontext macht es ungemein Sinn. Also, wenn dein Kopf platzt, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, mach einen Haken hinter die Sache kurzzeitig, geh in die Natur. Das ist wahrscheinlich der schnellste Weg, um wieder zur Klarheit zu kommen. In die Natur, spazieren gehen oder meditieren. Im Idealfall alles drei. Ne? Meditieren, inmitten eines Spaziergangs, in der Natur. Idealzustand. So, gerade geguckt, wo die Kamera ist. Ein paar Minuten haben wir noch. Wenn du das tust, wirst du zunehmend feststellen, dass du schnell aus deinem Kopf rauskommst, in das Fühlen. Und das ist elementar notwendig, um überhaupt einen klaren Blick dafür zu bekommen, wo du aktuell stehst. Solange du zu verkopft bist, kannst du nicht in dich reinfühlen und merkst gar nicht, was da abgeht, wo du dich überhaupt im Moment befindest. Das heißt, erster Punkt ist Stille. Du brauchst Stille. Hast du Stille, kannst du in dich hineinsehen. Kannst du in dich hineinsehen, wirst du feststellen, wo du stehst. Hast du das Gefühl zum Beispiel, überwiegend über mehrere Tage oder Wochen, das Leben ist ungerecht, alle sind gemein zu dir, du kommst nicht weiter, du hast das nicht verdient, was dir passiert und so weiter, spricht vieles dafür, dass du dich irgendwo in den unteren Bewusstseinsebenen aufhältst. Und das ist weder gut noch schlecht. Man muss auch die Größe und die Ehrlichkeit haben, das zu akzeptieren, weil bevor du das nicht akzeptierst, kannst du nicht an dir arbeiten. Bevor du das nicht akzeptierst, verdrängst du und solange du verdrängst, kommst du nicht weiter. Das heißt, auch wenn du glaubst eventuell, dass du ganz oben bist, irgendwo bei Liebe oder bedingungslose Liebe, hör wirklich tief in dich hinein und frag dich, ob das wirklich so ist. Es ist ein Riesenschritt zu erkennen, dass es gegebenenfalls nicht so ist. Aber es ist auch der wichtigste Schritt, denn er öffnet die Tür zu deiner weiteren Entwicklung. Stellst du fest, okay, ich habe irgendwie einen falschen Blick auf mich gehabt, mir geht es eigentlich gar nicht so gut, dann geht es weiter. Erkenne, was du brauchst, um dich zu entwickeln. Hol dir Hilfe, vielleicht einen Psychotherapeuten, hol dir einen Coach gegebenenfalls, wenn du möchtest, wenn du es dir leisten kannst. Oder fühl tief in dich hinein und merke, okay, da ist noch mehr, mir geht es schlecht. Und weil es mir schlecht geht, nehme ich mir mehr Zeit für mich, ich passe auf mich auf, ich rede mit Freunden, ich gucke, wo ich hin möchte, ich orientiere mich neu, ich entwickle mich neu als Mensch. Wenn du feststellst, du bist irgendwo auf Grün, werde dir deinen Zielen bewusst, arbeite an deinen Zielen, gib Gas, krieg deinen Arsch hoch. Du weißt, dass du dann derjenige bist, der es wuppen kann, dass du der Kapitän deines eigenen Schiffes bist. Und wenn du das Gefühl hast, du bist eigentlich zufrieden mit deiner Situation, aber fühlst dich immer noch leer, dann ist Spiritualität die richtige Anlaufstelle für dich. Dann heißt es, meditiere, fühl nach innen, nimm deinen Fokus weg von Zielen im Außen hin zur Fülle im Innen und du wirst merken, wie die Leere nach und nach weggeht und die Fülle mehr und mehr zu dir kommt und zwar nicht über das kurze Glück vom Außen, sondern über die wahre Fülle von innen heraus. Wenn du dazu Fragen hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Unglaublich spannendes Thema. Schreib mir auch gerne, wo du das Gefühl hast zu stehen. Das ist unglaublich wichtig auch immer und spannend für mich zu sehen. Und hast du dazu Fragen, wie gesagt, halt dich nicht zurück, schreib sie rein, kommentier gerne das Video,
lass ein Abo da, klick auf die Glocke, hab einen schönen Tag, bis dahin, adios.